Hallo ihr Nüsschen und willkommen zu einem kleinen Special-Video bzw. zur Überlegung zu den Wintertransfers für unser Fußballmanager 19 Projekt mit Werder Bremen. Ja, in diesem Video werde ich euch jetzt einfach mal meine Pläne für die Transferphase vorstellen und ich werde euch einfach mal nach eurer Meinung fragen. Also schreibt auf jeden Fall auch eure Ideen in die Kommentare, damit wir ein paar Spieler haben, die wir holen können. Helft dabei, die Rückrunde zu planen und definitiv auch die nächsten Jahre. So, haben wir hier unsere Mannschaft, gehen wir die einfach mal durch. Pavlenka wird Safe Keeper bleiben. Genauso wie die ganze Viererkette hinten, die wird auf jeden Fall bis zum Ende der Saison so bestehen. Dann haben wir die drei Mittelfeldspieler, defensiv Nuri Sahin und die beiden ZMs, Eggestein und Klaassen. Auf die möchte ich weiterhin auch bauen, also da möchte ich auch nicht unbedingt jemanden holen, außer vielleicht einen jungen ZM, so im Alter von 16 bis 22 für maximal 5 Millionen, so, aber jung auch. Also er müsste eine 65 bis 70 haben. Also jemand, der sich entwickeln kann, so auf der ZM beziehungsweise DM-Position. Und ich kann euch sagen, am Ende des Jahres werde ich eventuell eh auf die Raute umsteigen, also für die nächste Saison. Und in der Raute brauchen wir dann so oder so keinen ZM mehr. Klaassen oder Eggestein, einer von den beiden, wird das OM übernehmen. Der andere wird verkauft oder auf die Bank gesetzt, also wahrscheinlich Klaassen. Und ja, dann brauchen wir eh nicht mehr so viele davon, dann muss noch einer rechts und einer links machen. Also RM und LM und zwei Stürmer. Und darauf arbeiten wir jetzt auf jeden Fall mal hinaus. Machen wir weiter, vorne rechts Bartels, der ist jetzt wieder gut in Form gekommen, ist wieder zurück und ist damit gesetzt. Rashica wird ausgeliehen, aber mehr dazu später. Dann links Gnabry ist zumindest für die Rückrunde gesetzt. Allerdings werden wir auf ihn verzichten müssen am Ende der Saison. Je nachdem, ob wir dann bei dieser 4-3-3-Flügelformation bleiben oder ob wir auf die Raute umspringen, müssen wir gucken, wie es dann mit der Position aussieht, die dann zu besetzen ist. Kommen wir zum Stürmer Max Kruse, der verlässt uns ja im Winter für 10 Millionen in Richtung Real Sociedad. Damit sind wir dann jetzt auch bei den Abgängen. Wie ihr seht, wir erhalten 17,3 Millionen durch die Abgänge. Da haben wir Florian Kainz, Max Kruse, Milot Rashica und Osako. Diese werden alle den Verein zur Winterpause verlassen. Florian Kainz für 6 Millionen nach Hannover, Max Kruse angesprochen für 10 Millionen nach Real Sociedad, Osako für 1,3 Millionen nach Calcio. Und Rashica wird ausgeliehen nach Huddersfield Town. Dort soll er sich erstmal beweisen bis zum Ende der Saison. Und dann gucken wir, wie es weitergeht, je nachdem, ob er dann wieder zurückkommt mit verbesserten Werten oder ob er einfach weiterhin diese Leistung bringt. Dann werden wir ihn wahrscheinlich verkaufen. Dann haben wir noch unsere festen Zugänge. Da haben wir einen Johannes Eggestein, der kostet in etwa 2,2 Millionen. Und den Rest, also mit Posnanski und Lars Lukas Mai, haben wir dann hier 2.555.000 Ausgaben. Somit bleiben dann noch etwa 14 Millionen als Transferbudget übrig. Und da kommt jetzt ihr ins Spiel. Nennt mir einfach mal Spieler, die wir für die 14 Millionen kaufen könnten. Das sollen natürlich junge Spieler sein oder einen Stoßstürmer, der dann tatsächlich auch die Tore schießen kann für uns. Also jemanden, der auf der Position ST spielen kann. Des Weiteren verlassen uns am Ende der Saison Claudio Pizarro, Jaroslav Drobny, Aaron Johansson und eventuell Gebre Selassie. Gebre Selassie habe ich den Vertrag noch nicht verlängert, aber ich glaube, den werden wir halten. Ansonsten werden Aaronson und Drobny auf jeden Fall gehen, genauso wie Pizarro, weil die einfach ihre Verträge nicht mehr verlängern und Aaronson eben halt auch die Leistung nicht bringt. Bei Gnabry endet ja der Vertrag, also das wisst ihr ja bereits. Am Ende der nächsten Saison enden dann folgende Verträge: Veso, Arnold, die Laie, Sahin, Bartels und Langkamp. Dort werden wir wahrscheinlich dann Langkamp verkaufen. Und mit Bartels müssen wir uns das überlegen, je nach Formation und wie gut er denn spielt. Sahin, denke ich, werden wir verlängern, je nachdem, wie gut er sich hält. Arnold werden wir versuchen zu kaufen, wenn er sich dann auf eine 80 verbessert bis dahin. Und Veso werden wir auf jeden Fall verlängern. Eine weitere wichtige Personalie ist Niklas Moisander. Dieser fühlt sich aktuell sehr unwohl bei uns, hat einen 2,4 Millionen Marktwert. Und da müssen wir uns noch überlegen, was wir mit ihm machen. Denn aktuell hat er eine 72, kaum Spielpraxis und ist besorgt. Bedeutet, sollten wir ihn verkaufen für 3 Millionen, brauchen wir da definitiv einen Ersatz in der Kaderbreite. Er ist auch schon 33 Jahre alt, somit könnten wir da jüngere Spieler gebrauchen, wie zum Beispiel einen Lars Lukas Mai, den wir jetzt ja schon aufbauen, oder eventuell einen noch etwas besseren, der auch schon etwas älter sein dürfte. Aber wir brauchen, denke ich mal, erstmal einen in der Kaderbreite, der da Moisander vertreten kann, allerdings auch gleichzeitig auf der Bank sitzen kann. Eben schon angesprochen, Aaron Johansson wird diesen Verein wahrscheinlich verlassen, hat aktuell eine 64, kommt von der Verletzung zurück. Ich denke nicht, dass er eine Person sein kann, die uns hält. Also ich glaube nicht, dass er in die Rolle des Kruse-Ersatzes fällt. Wenn doch, schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ihr meint, dass er Kruse ersetzen kann.
Ebenfalls könnte Martin Harnik ein guter Ersatz sein, allerdings seht ihr hier beim Vertrauen, hat er nur 3 von 15. Er hat aktuell eine 74 und ist 31 Jahre alt, also könnte er Kruse definitiv eventuell, je nachdem wie gut er denn spielt, ersetzen. Allerdings hat er wenig Vertrauen in uns und ich würde ihn dann doch lieber für etwa 4 Millionen verkaufen. Nuri Sahin werden wir halten. Nuri Sahin ist eine Person, die könnten wir definitiv halten. Kostet nicht allzu viel Geld, ist auch recht viel wert. Hat viele Positionen, die er im Mittelfeld spielen kann und da denke ich, ist alles gut. Als zukünftiger Gnabry-Ersatz denke ich an Ante Rebic. Der kostet aktuell in Anführungszeichen nur 19 Millionen. Mit Kredit könnten wir uns den definitiv holen oder je nachdem, ob wir auf andere Spieler verzichten. Das bedeutet, wenn wir auf einen Johannes Eggestein setzen oder auf einen Jan Fiete Arp. Ein weiterer Faktor an der 4-3-3-Formation festzuhalten wäre der Spieler Manuel Mbom. Er verbessert sich hier auf eine 58, ist 18 Jahre alt und spielt auf der Position ZM. Also hier könnten wir definitiv noch mit ihm rechnen einige Jahre. Aber wir bauen ja auch schon in der Jugend die Raute auf, also da müssen wir mal gucken, wie das Ganze sich entwickelt, aber zumindest die Entwicklung von Mbom spricht aktuell noch für die 4-3-3-Flügelformation. Als eventuelle weitere jüngere Verstärkung plane ich aktuell auch mit Abel Ruiz. Dieser kommt von der Barcelona Reserve für 2,4 Millionen, also könnten wir ihn kaufen, hat eine feste Ablöse von 100 Millionen, aber wir bezahlen 2,4. Wie findet ihr diese Verpflichtung so? Fände ich auf jeden Fall sehr gut. Stimmt da auf jeden Fall mal ab oder schreibt einfach eure Meinung dazu in die Kommentare oder schlagt mir noch andere Spieler vor. Gut, dann sind wir erstmal durch. Das war jetzt dieses ganze Wintergelaber erstmal, ja. Ja, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Schlagt mir Spieler vor, sagt eure Meinung, bringt euch mit ein, denn ich denke, dafür ist dieses Projekt einfach gut, sonst könnte ich es ja alleine spielen. Und ja, schlagt mir Spieler vor, wir brauchen entweder einen Stürmer oder wir planen mit unserem Team. Das Ganze natürlich auch im Verhältnis zu unseren Saisonzielen. Oder wie fändet ihr es, wenn wir einen Kredit aufnehmen, dann könnten wir uns natürlich einen Spieler wie Belotti zum Beispiel holen. Dieser wäre dann auf jeden Fall ein guter Kruse-Ersatz, kostet aber auch schon 20 bis 30 Millionen. Und ich weiß nicht, ob wir da unbedingt einen Kredit aufnehmen sollten. Okay, das war's dann auf jeden Fall mit diesem Video. Lasst ein Like da und ja, bringt euch ein. Bis zum nächsten Mal, bis gleich zur Folge. Denn gleich wird noch die richtige FM-Folge kommen. Okay, und ja, das war's mit diesem Video. Danke fürs Zusehen und ciao.